Wir verstehen uns als Haus zum Leben. Hier wohnen die alten Menschen. Sie werden natürlich gepflegt und betreut, soweit sie es brauchen und wollen. Aber in erster Linie sollen die Menschen hier wohnen und sollen sich wohlfühlen. Die Bewohner leben in drei Wohnbereichen. Diese wurden zur besseren Orientierung farblich und mit den Symbolen Ahorn, Buche und Eiche gestaltet und gekennzeichnet. Ja, es hat jeder Stock seine eigene Farbe. Wir sind rot, unten ist grün und ganz unten ist dann orange. Und so, dass jeder Bewohner eigentlich weiß, in welchem Stockwerk er ist. Es gibt ausschließlich Einzelzimmer mit Bad und WC. Das Besondere an den Zimmern ist außerdem, dass sich jeder Bewohner, der hier einzieht, seine vier Wände nach seinem persönlichen Geschmack einrichten kann. Ob es nun ein Lieblingsmöbel oder sonstige Einrichtungsgegenstände oder liebgewordene Dinge sind. Im neuen Bezirksseniorenhaus Grammerstetten ist dies die Basis zum Wohlfühlen jedes Einzelnen. Ich war begeistert von allem, von den Vorhängen und von der Größe des Zimmers. Und dann durfte ich mir ein paar Sachen reinholen hier. Und das habe ich gemacht, mehr brauche ich auch nicht. Auch die kulinarische Verpflegung entspricht den Vorstellungen und Bedürfnissen der Bewohner. Tagtäglich wird das Essen frisch geliefert. Das Essen ist gut. Oft ist es ganz gut und oft nicht so. Es mischt sich halt ab. Aber alle Kinder das Gleiche haben. Den einen schmeckt das mehr, den anderen schmeckt das mehr. Nein, nein, ich bin zufrieden. Schön alles. Zu schön. Fast zu schön, um wahr zu sein. Schön waren auch die alten Seiten des Herrn Knollmeier, in denen er manchmal noch schwelgt. Er war jahrelang verantwortlich für die bekannte süße Spezialität, die Grammerstettener Kapferl. Mit nichts angefangen. Ein Weidling, ein Kohllöffel, das war das Ganze, was wir gehabt haben. Dann haben wir mit langsam aufgebaut. Jetzt ist es so leicht, jetzt haben sie Maschinen. Die Zeiten haben sich geändert. Der Fortschritt ist auch im neuen Haus eingezogen. Mit einer Solaranlage trägt man auch zum Umweltschutz bei. Für die Wartung dieser sowie für die Technik generell sorgt der umtriebige Hausgeist. Man ist unter anderem auch der gute Geist. Haustechnik ist die korrekte Berufsbezeichnung. Man ist der Hausmeister, für alles und jeden zuständig und auch für ein gutes Wort an jeden Bewohner. Auch das Zusammenleben von Generationen hat im Seniorenhaus Grammerstetten einen hohen Wert. Die Nähe zum angrenzenden Kindergarten ermöglicht täglich spontane Begegnungen zwischen Jung und Alt. Die Generationenbrücke verbindet kindliche Neugier mit weiser Erfahrung und entspricht dem Leitbild des Hauses, den ganzen Menschen sehen mit seinen Bedürfnissen. Da gehört dann dazu, dass auch jeder individuelle Lebensgeschichte hat, ja, auch geprägt ist davon. Daher wollen wir ganz stark die Biografie des Einzelnen anschauen und uns dann danach eben an die Pflege richten. Wechselseitige Wertschätzung für Bewohner, Mitarbeiter und Angehörige hat auch in Grammerstetten höchsten Stellenwert und stellt somit die Grundlage für ein respektvolles und herzliches Miteinander dar. Das Bezirksseniorenhaus möchte für die Bewohnerinnen und Bewohner nicht nur ein Haus der Begegnung und der Betreuung sein, sondern vor allem ihr Zuhause. Und schon Christian Morgenstern wusste um das Geheimnis von Heimat, als er schrieb: Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern dort, wo man verstanden wird.